Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Design-Tutorial. Und zwar geht es heute darum, wie man in Happy Wheels schönes Wasser machen kann. Und zwar nicht nur so stehende Gewässer, sondern auch fließendes Wasser, animiertes Wasser, wie zum Beispiel hier bei dem Wasserfall. Ich habe jetzt einfach hier eine kleine Welt aufgebaut und wir fangen an mit dem stillen Wasser und danach zeige ich euch auch noch, wie man so bewegtes Wasser machen kann. Ja, wir fangen einfach mal an mit dem stillen Wasser. Erstens, die Farbe ist natürlich nicht so gut, das habe ich aber auch absichtlich so gemacht. Wenn wir das Level mal testen, dann haben wir hier unseren Himmel und das ist genau diese Farbe hier. Und da Wasser ja eigentlich farblos ist und nur so ein bisschen durch den Himmel reflektiert ist, habe ich mir gedacht, ich lasse es ein bisschen auf dieser Skala hier. Ich mache es nur ein bisschen dunkler und ein bisschen blauer. So wäre dann unsere Hauptwasserfarbe. Bei diesem Wasser ist es so, man kann hier, also es ist so konzipiert, dass man hier durchfahren kann. So, jetzt um den See schön zu machen, teilen wir den ganzen erstmal in zwei Hälften. Wir machen nämlich unten noch eine Shape rein, die brauchen wir später, um einen Effekt zu erzeugen, dass man so halb durchfährt, weil man kann ja durch den See durchfahren. Und ja, die Shape umkreisen wir erstmal, damit ich jetzt nicht reinmale. Wie man den See ganz einfach verschönern kann, ist mit weißen Shapes auf einer niedrigen Opacity, zum Beispiel 20. Wenn man die da eigentlich nur durch wildes Klicken da reinsetzt, dann kann man schon so einen schönen Spiegelungseffekt erzeugen. Sieht jetzt so ein bisschen aus wie kleine Wellen auf dem stillen Gewässer. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Weg, um das Wasser viel schöner aussehen zu lassen. Machen wir das ein paar Mal und dann kann man da zum Beispiel jetzt auch noch blaue Shapes reinsetzen, die das Ganze ein bisschen dunkler machen. Ich mache immer so weiß in der Mitte, blau an den Rändern, das ist euch aber selbst überlassen. Und dann haben wir eigentlich auch schon das Design von unserem Wasser fertig. Jetzt kommen wir aber nochmal zu der unteren Shape. Die ganze wird nämlich eine Gruppe im Vordergrund, sodass man dahinter durchfahren kann. Jetzt habe ich bemerkt, dass ich das Ganze noch ein bisschen verändern muss. So, mit Doppelklick auf die Punkte könnt ihr das anpassen. Jetzt machen wir das weg und die Shape würde ich jetzt ein bisschen dunkler machen als das normale Wasser. Und wir schattieren sie auch noch ein bisschen mit Blau, sodass sie auch nicht so langweilig aussieht. So haben wir das. Das Ganze wird jetzt als Gruppe gesetzt. Oder noch ein bisschen dunkler zuerst. Als Gruppe und in den Vordergrund. Haken bei Foreground an. Und wie man jetzt sieht, ist es noch nicht so toll, weil es ist eigentlich besser, wenn man die Opacity runterdreht, so wie es jetzt ist. Ich habe sie dann auf 90 gelassen. Ich denke, das ist eigentlich ein guter Zwischenweg. Und damit sind wir fertig mit unserem kleinen See. Als nächstes geht es dann zu dem bewegten Wasser. Wir fangen einfach mal mit dem Rohr an, das ist am einfachsten. Die Technik habe ich übrigens von Distress Ball. Wir nehmen einen Kreis auf Collision 3, damit der Charakter nicht damit kollidiert. Und machen einen Cutout. Ungefähr so. Okay, wir machen das Cutout ein bisschen kleiner und den Kreis auch ein bisschen kleiner. So dass es hier ungefähr so hinter dem Rohr vorkommt. So, als nächstes müssen wir alle Shapes, die irgendwo im Weg stehen könnten, markieren. Und zu einer Gruppe setzen, denn unser Wasser, was dahinter ist, muss ja hinter dem Rohr sein, so wie es jetzt ist. Wir machen das Ganze noch ein bisschen größer. Und sobald, wenn die alle anderen eine Gruppe sind, dann ist das Rohr dahinter. Wir nehmen wieder die Wasserfarbe von unserem Wasser und dann gehen wir erstmal mit hellen Shapes dran. Also erstmal einfach irgendwie die zufällig reinsetzen. Es gibt da keine wirkliche... Ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie man das macht. Das macht man einfach zufällig nach Gefühl. Das wird am Ende schon nicht schlecht aussehen. Jetzt nehmen wir noch eine dunklere Shape für innen, weil was im Kreis innen ist, wird ja beim Wasser dann am Ende unten sein. Das werdet ihr dann gleich sehen, wie man das animiert. Wir machen einfach alles unten mit dunkleren Shapes voll und dann machen wir das Ganze gleich zu einer Gruppe. So, erstmal alles andere, was im Weg ist, wegmachen und jetzt stellen wir das mit Steuerung und Pfeiltaste nach unten in den Hintergrund. Jetzt nehmen wir einen Motor, setzen den Motorspeed auf -3 und das Ganze sieht schon perfekt aus eigentlich. Außer, dass die helle Farbe noch sehr, sehr ähnlich zum Hintergrund ist. Das Ganze können wir auch noch schnell ändern, indem man wieder die ganzen Dinger markiert. Und dann habe ich mich letztendlich entschieden, die komplett weiß zu machen. So, noch ein bisschen rumprobieren.
habe ich die dann komplett weiß gemacht und das ist unser fertiges Rohr. So, jetzt kommen wir zu diesem Wasserfall hier. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ich habe den gerade schon mal entfernt, die alte Shape, weil das wird ja so nichts. Ich habe mir gedacht, wir wollen den auch wieder animieren. Wir nehmen dazu einen Kreis und schauen erstmal, wie es am besten passt. Das ist, also, das muss ja da rauslaufen, das Ganze, das Wasser. Ich habe so gedacht, Wasser kommt von hier nach da unten. Und jetzt muss man mit dem Kreis ein bisschen rumprobieren, wie es am besten nach einem Wasserfall aussieht. Und ich habe beim Rumprobieren dann gesehen, bei so einem großen Kreis, den man hier so ungefähr reinschiebt, könnte das von der, könnte das ganz gut passen. Also probiere ich es mal mit so einem ganz großen Kreis. Ich weiß noch nicht, ob das was wird, aber man kann es ja mal ausprobieren. Zuerst brauchen wir wieder die Farbe des Wassers, so. Obwohl, ich glaube, wir machen den Wasserfall gleich ein bisschen dunkler in der Farbe hier. Und das Erste, was wichtig ist, also was am Ende einen richtig guten Effekt gibt, das würde ich euch deshalb empfehlen, ist hier in den Kreis immer so kleine Abschnitte einzuarbeiten, die, die heller sind. Das seht ihr am Ende, das gibt einen ziemlich schönen Effekt, finde ich. Und ja, das mache ich dann einmal jetzt um den ganzen Kreis rum. Ich denke mal, das geht so ungefähr. Und jetzt kommt im Grunde wieder genau das Gleiche, was wir hier auch gemacht haben. Und zwar die weiße Akzente außen setzen und weiter innen ein paar dunklere Akzente setzen. So, dann habe ich die Shape dahinter geschoben und wieder mit Steuerung und Pfeiltaste nach unten in den Hintergrund. Dann habe ich bemerkt, ich müsste den Wasserfall eigentlich ein bisschen höher ansetzen, also dass das Wasser nicht da ganz unten reinfließt, sondern ein bisschen weiter oben. Dafür habe ich die zwei Shapes, die davor wären, kopiert und kann die jetzt so bearbeiten, dass sie diesen einen Bereich abtrennen, den ich vorm Wasser haben will. Wenn ich die dann wieder als Gruppe setze, sind die ja vor dem Kreis. Und deswegen auch vorm Wasserfall. Ich habe es dann einfach als Quadrat gemacht und wieder in seine ursprüngliche Position. Dann habe ich die Shape manuell so angepasst, wie sie sein soll. Und jetzt sieht man schon, ich habe den Wasserfall ein bisschen verkürzt. Das Ganze macht dann, denke ich, einen besseren Effekt. Jetzt haben wir wieder die alte Geschichte mit dem Motor. Diesmal in Richtung 3. Und beim Testen ist mir dann aufgefallen, ja, einige Sachen beim Kreis sind noch nicht so cool. Zum Beispiel die viel zu große weiße Shape da unten. Da habe ich noch ein bisschen Feinjustierung gemacht sozusagen, indem ich Doppelklick auf die Gruppe gemacht habe und dann diese ganzen Sachen bearbeitet. So, und dann war das Ganze auch eigentlich schon fertig. Eine Sache fehlt aber noch, und zwar diese Wasserspritzer sozusagen, die da unten am Wasserfall sind. Dafür habe ich jetzt einfach mal so gemacht, ich habe eine helle blaue Shape genommen und dann mit verschiedenen Cutout-Kreisen da versucht irgendwas zu
irgendwas Schönes zu schaffen. Das ist auch ein bisschen rumprobieren, wie eigentlich das meiste hier bei dem Tutorial. Also da kann ich jetzt eigentlich auch nicht so viel dazu sagen. Ihr könnt es aber eigentlich, wenn ihr wollt, genauso machen, wie ich es im Video gemacht habe. Das sieht nämlich dann letztendlich gar nicht so schlecht aus. Kann ich schon mal vorneweg sagen. So, wenn wir hier dann diesen einen Kreis haben, der sollte jetzt fertig sein. Ja, gruppen wir den wieder. Ja, gruppen und machen wieder einen Motor dran. Ihr müsst aufpassen, dass ihr damit nur eine Gruppe trefft, weil sonst verbindet sich das mit der anderen und alles verbuggt. Dann können wir diese zwei da hinsetzen und wir sehen schon, sie drehen sich. Aber wir brauchen auch noch ein paar andere, ein bisschen kleinere Spritzer, sage ich jetzt mal, damit das Ganze nicht nur gleich aussieht, weil dann ist es ziemlich, ziemlich hässlich. Und insofern habe ich jetzt hier noch eine kleinere Shape designt, auch als Gruppe, auch mit Motor versehen. Und die ordnet man dann irgendwie so an, dass es gut aussieht. Jetzt habe ich auch noch ein paar hier in den Hintergrund gemacht. Und das hier ist dann unser Ergebnis vom Wasserfall. Ich finde, es ist ziemlich gut geworden. Kann man auf jeden Fall mal machen. Andere Sachen hier, also den Wasserfall ganz hinten, den habe ich auch noch ein bisschen bearbeitet. Offscreen nach der Aufnahme. Der sieht jetzt nämlich so aus. Ich habe da einfach, weil man kann es nicht so wirklich machen, dass der Wasserfall hier bis hier unten fließt, weil es gibt keine Kreisshape, die dann hier den richtigen, die richtige Form hat. Weil der würde dann ja hier wieder reingehen. Deshalb habe ich das Ganze hier, habe ich hier noch einen Stein hinzugefügt und zwei Kreise gemacht. Und dann sieht dieser obere Wasserfall auch ganz gut aus. Also da müsst ihr jetzt immer eure Landschaft auch so anpassen, dass man einen Wasserfall machen kann. Das wär's dann von diesem Tutorial gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.